Was ich jetzt gerade gesehen habe, ist vermutlich so ein kurzer Moment der Erschöpfung nach dem Feierabend. Oder indem ich mich unbewusst nach dem Sinn von all dem gefragt habe. Wer weiß, jedenfalls seid gegrüßt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe eine neue Brand News Box hier. Die Good News Box, also die, wo man ein bisschen mehr zahlt und dafür eine Mahlzeit für Kinder gespendet wird oder so. Und dafür ist aber auch mehr drin. Und die packen wir jetzt mal aus zusammen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Also ich schon. Die kamen heute frisch an. Ihr werdet aber wahrscheinlich nicht heute frisch das Video sehen, sondern vielleicht morgen am Samstag oder am Sonntag. Und bis Samstag sollte ich mal eigentlich das Paris-Video fertig bekommen. Nun denn, es ist sehr schwer. Es wird also vermutlich was mit zu trinken drin sein. Ich packe die mal hier hin. Mach die jetzt mal auf. Und bin gespannt. Da oben sehe ich schon etwas. Hier wird schon Werbung für die Kalender gemacht. Ja, Kalender, ne? Also ich habe ja schon von euch ein paar Vorschläge bekommen. Sind natürlich schöne Sachen dabei. Viele von den Sachen sind aber einfach nicht realisierbar, weil ich kann mir nicht 5 Kalender kaufen zu 80 Euro das Stück. Kalender werden gefühlt immer teurer und sind immer mehr Betrug am Kunden und dass immer mehr abgezockt wird. Und ich weiß, es werdet ihr schockiert sein, aber ich bin wirklich am Überlegen, das nicht mitzumachen und dann gibt es keine Adventskalenderparade, weil ich es einfach nicht einsehe, mich abziehen zu lassen. Und nein, ich bin nicht einer von den reichen YouTubern, der das gestellt bekommt. Ich muss das alles kaufen und ich sehe es nicht ein, für einen Kalender von Lindt mit Schokolade irgendwie 40 Euro zu bezahlen. Weiß ich jetzt nicht, ob es bei Lindt so schlimm ist, aber meint andere hier, Karls Erdbeerhof, habe ich schon einen Rage-Modus hier im Livestream gemacht. 90 Euro, ich glaube, mein Hamsterboden hat. Also ohne Scheiß, niemals. Aber ich investigiere noch. Achso, jetzt habe ich das erste schon rausgenommen. Hallöchen, Mousse au Chocolat von Dotke Oetker, dass die es eigentlich nötig haben, mit Brand News zu kooperieren, ist auch witzig, mit weißer Raspelschokolade. Ja, tatsächlich mache ich aktuell also ich sammle ja immer über Monate so Sachen aus so Boxen, die ich selber nicht gebrauchen kann oder wenn ich manchmal was zugeschickt bekomme, wovon ich dann sehr viel habe, dann sammle ich das alles und gebe das irgendwann zur Tafel. Und morgen plane ich tatsächlich zur Tafel zu fahren. Ich war jetzt gerade noch bei Aldi, habe einfach noch ein bisschen Sachen gekauft, die ich dann quasi selber so gebe. Und ich glaube, das wird da reinwandern. Denn, also ist geil wahrscheinlich, so eine weiße Mousse, aber wenn, vielleicht auch lieber Schokomousse. Vielleicht behalte ich es aber auch für ein Video. Mal gucken. Das hier werde ich jedenfalls abgeben, da kann ich gar nichts anfangen. Und zwar Share Fruit Infusion Orange Holunderblüte. Wobei, vielleicht ist das ja auch ganz lecker. Oh nee, wie ihr seht, stehe ich so vor der Bredouille. Das, was ich jetzt nicht abgebe, das, was ich jetzt für mich behalte, gebe ich nicht ab. Nee, so sieht, kann man es natürlich auch nicht sehen, aber nee, ich glaube, das interessiert mich nicht. Wobei es vielleicht ganz vorbei, vielleicht interessiert es mich doch. Während du deinen Durst löscht, versorgst du einen Menschen einen Tag lang mit sauberem Wasser. Ja, genau, weil Cher spendet ja auch. Da hat man sich ja schon mal ein paar Sachen von angeguckt, so Nussriegel, die wir haben. Oh shit, ist das Ding hier vor die Kamera gefallen. Die sind echt super. Also mal schauen. Ach nee, Leute. Jetzt ratet mal für euch selbst, was hier drin sein könnte. Wovon ihr wisst, wenn ihr meine Videos verfolgt, dass ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Es ist nicht Y-Food, es ist Ermann Foodie. Habe ich euch vorgestellt, ich kann mit diesen Trinkmahlzeiten wirklich gar nichts anfangen und finde sie auch total bescheuert und finde es auch krass, dass... Ich denke immer wieder dran, wie kann Ermann es sich... Wie kann man nur teurer sein als der Platzhirsch, wenn man ihm Marktanteile wegnehmen will? Ja, der Y-Food Starfield war übrigens ganz lecker. Hatte immer noch diesen komischen Trinknahrungsgeschmack, aber dies mit diesem Zimt war ganz lecker. Ich muss auch mal wieder Starfield streamen, vielleicht am Samstag oder Sonntag. Ich gebe zu, meistens gucken nur so 2-3 Leute rein und dann ist es irgendwie deprimierend zu streamen. Dann ziehe ich lieber meine Hose aus und streame für mich selbst. Es war Spaß. Was ich damit eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, da braucht man sich nicht so Mühe geben, versuchen, Leute zu unterhalten, wenn nur 2 Leute da sind. Da kann ich für mich alleine spielen, ne? Da brauche ich mir dann keine Kamera aufbauen und muss ja den Kasper nicht machen. Also den Kasper mache ich eh nicht, aber ja. Mozartkugeln Dark Chocolate, jedenfalls streame ich wahrscheinlich bald mal wieder. Ich streame auch manchmal gerne für 4-5 Leute, aber manchmal, wenn da wirklich nur so einer drin ist, dann denke ich mir so auch so, oh nö. Ja, aber ich mache ja auch keine Bathtub-Videos oder verschenke keine Millionen, spiele kein Glücksspiel oder öffne Pokémon-Karten. Ich mache keinen Mainstream-Schwachsinn und deswegen gucken sich das dann halt auch ein bisschen weniger Leute wahrscheinlich an oder sehr viel weniger. Aber vielleicht bin ich auch einfach unsympathisch. Dunkle Schokolade 60%.
Ja, ich mag Mozartkugeln, die werden bestimmt mal ausprobiert. Vielleicht so fünf Dinge, die rumfliegen. Wieder was von Nesquik Gan. Wir hatten neulich erst die Cini Minis Riegel, weil ich gar nicht weiß, ob ich die hier schon mal hatte. Die wären auch ein Kandidat für fünf Dinge, die rumfliegen. Mal schauen. Ja, aber an sich nicht schlecht. Dann kommen wir hier zu... Wer zur Hölle ist Korosho? The Cashew Company. Cashew Chino, veganer Eiskaffee mit feiner Vanillenote. Aha, 31 Kilokalorien, das kann ja schon nicht schmecken. Davon 3,7 Gramm Zucker, Verdickungsmittel, 0,4% Kaffeeextrakt, tatsächlich 16 Milligramm Koffein und Cashew. Hauptsache ist hier Wasser drin und sagen auf der 2,5% Cashewkerne. Ja, also so Nussdrinks finde ich immer grenzwertig, weil wirklich wenig Nuss drin ist, weil Nüsse kosten halt Geld, wobei Cashew natürlich keine Nüsse sind, sondern Kerne. Hier sieht man sie auch, so in kleinen vielleicht, wobei das vielleicht ganz lecker ist. Korosho, das klingt so nach so einer japanischen Marke, Korosho. Hergestellt in Deutschland, mit Cashewkernen aus Burkina Faso. Ich glaube, das ist eines der ärmsten Länder der Welt, oder? Wenn nicht sogar das ärmste Land der Welt. Oder war das Sierra Leone? Ich glaube, eins von denen. Ghana, Elfenbeinküste und Benin. Aha. Korosho GmbH. Wofür steht Korosho? Ich habe keine Ahnung. Ich finde den Namen total bescheuert. Dann haben wir einen Brandsatemchrist in Lower Carb. Da hatten wir jetzt auch schon einige von. Tatsächlich hier... Nur 4 Gramm Kohlenhydrate? Wie haben sie das denn hinbekommen? Hauptsächlich Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Leinsamen, Sesamsaaten. Ja, 54% Fett, aber nur 4 Gramm Kohlenhydrate, das ist krass. Da haben sie auf jeden Fall dann mit diesen Haferfasern und Co. das Ganze abgebunden. 21 Gramm Eiweiß. Oh, das würde mich mal interessieren, wie das schmeckt. Das werde ich auf jeden Fall mal aufbewahren und das mindestens bei 5 Dinge können wir das mal einbauen. Dann geht es weiter mit... Alter, jetzt sogar Monster Energy schon? Geil. Ja, ich trinke meistens die Ultras von den normalen, die Zeros von diesen hier kenne ich eigentlich. Warum ist denn eigentlich noch Sucralose drin, obwohl schon 11 Gramm Zucker drin sind? Dann muss das ja perverser süß als süß sein. Also das hat mehr Zucker als eine Cola und trotzdem machen sie noch Süßungsmittel rein. Das ist natürlich krass. Heftig. So, hier habe ich... Au, das habe ich an der Pappe fast geschnitten. Jetzt habe ich hier noch etwas, was irgendwie sich weich anfühlt. Sorry, aber was soll denn der Müll jetzt hier? Irgend so ein Importgrüner Tee aus China? Was soll das denn? Wo haben sie den denn rausgekramt? Vor allem ist auch wirklich so ein Etikett auf. Das ist wirklich sowas, was man im Asiamarkt bekommt. Aus Guangzhou, China. Ich möchte so gern nach China mal. Am liebsten nach, ich kann es nicht aussprechen, Chongqing oder wie das heißt. Das wäre geil. Aber Hongkong wäre noch geiler. Ja, sorry, finde ich ziemlich deplatziert hier. Ich meine, es ist natürlich cool, dass es irgendwo Abwechslung ist, mal was anderes, aber es gehört nicht in diese Box. Da muss man eher so eine International Brand News Box mal machen. Hier, finde ich, erwartet man was anderes. Das finde ich jetzt irgendwie ziemlich ungeil, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier, geil, nochmal Monster Energy, sogar einen meiner Liebsten, den neuen Lewis Hamilton Zero Sugar. Nicht, dass ich Lewis Hamilton mag, der ist mir irgendwie unsympathisch, aber das Getränk von ihm, mit ihm, oder eher gesagt, wo man ihm Geld für gegeben hat, dass er seinen Namen dahergibt, der ist auf jeden Fall cool, der ist richtig, richtig lecker, kann ich empfehlen. Zweimal Monster, okay. Dann haben wir noch was drin, und zwar Goldberg. Von denen hatten wir auch schon mal was. Das ist eine Premium-Cola. Aha. Da hatten wir neulich so Gin oder sowas von. Nicht Gin, sondern Tonic, meine ich. Goldberg & Sons. Premium-Cola. Natürlich ist Aroma, Koffein. Na dann. Okay. Da ist noch eine Pulle. Da sind sogar noch zwei Sachen drin. Wieder eine Hohmannsoße, Leute, Alter, ey. Ich kann es nicht mehr sehen. Wieder eine Hohmannsoße, schmeckt warm und kalt. Ja, okay, Currywurst. Ich habe die berühmteste Currywurst des Ruhrgebiets für euch getestet. Schaut mal gerne in das Video. Dönninghaus Currywurst von Bratwursthaus Bochum Bermuda Dreieck. Und jetzt Juicy Balance in Multi mit 40% weniger Zucker.
Ein Glas gleich deine tägliche Dosis Vitamin C. Ich habe neulich beim Arzt gehört, dass ich zu viel Vitamin C habe. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, denn esse ich kaum Obst. Es gibt bei DM Drogeriemarkt gibt es so Vitaminbärchen für Kinder. Das sind so Kindervitamine. Manchmal fresse ich davon mehr, als man sollte. Vielleicht deswegen. Also sollte man natürlich nicht Vitamin überdosieren. Multifruchtsaftgetränk. Ich wette, hier ist dann einfach noch weniger Saft drin, also noch weniger Frucht. Und deswegen ist halt auch weniger Zucker drin, denn in Frucht ist natürlicherweise Zucker drin. Und wenn du mehr Wasser reinmachst, hast du weniger Frucht drin, hast du weniger Zucker drin. Gleichzeitig kannst du es als jetzt mit weniger Zucker verkaufen. Aber du kannst auch, eigentlich heißt es, weniger Frucht ist drin. So, weißt du? Also eigentlich ist es schlecht und man verkauft Scheiße zu Gold. Zutaten. Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat und dann kommt schon Wasser. Dann kommt Birnenmark, Bananenmark, Guavenmark und so weiter und so weiter. Nein, 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 nein. Und ich glaube, das war's. Ja, schwach einfach nur. Also es sind ein paar nette Sachen dabei und wenn man, ne, das ist auf jeden Fall eine Neuheit, das ist auch halbwegs neu. Über Monster kann man sich auch freuen. Vielleicht kann man das hier noch als, ne, der Cashew-Eiskaffee vielleicht. Aber insgesamt nicht sehr gut. Wenn ich eine Note vergeben würde, dann würde ich vielleicht so 5,5 von 10. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich 5 oder 6 von 10 gebe. Ich gebe 5,5 von 10, weil ich mich nicht entscheiden kann. Ob euch die Box gefallen hat, das dürft ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann mache ich einen Abflug ab auf die Couch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.